Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte ganz kurz ein New-In-Video zu der P2 Inspired by Lights LE drehen und euch die Sachen vielleicht nochmal ein bisschen genauer zeigen. Das ist der Nagellack, den ich mitgenommen habe. Das ist die Farbe Sparkling White. Ich weiß noch nicht genau, was der kann. Den werde ich irgendwie jetzt mal auch bald ausprobieren. Und dann kommen wir zu den anderen Sachen. Wir fangen mal an mit den Blushes. Und dann gibt es einmal dieses Blush, das ist die Farbe Rosy. Ich mache das einmal auf. Oh. Vorsichtig. Das ist diese Farbe. Das wollte ich auch einmal rein, auch wenn ich das so ungern tue. Und das ist die Farbe Peachy. Das sind die beiden Farben und das ist ein Lidschatten, da gab es mehrere und das ist die Farbe Lucid. Und das sind die drei Farben, die ich gekauft habe. Also ich finde die eigentlich super schön. Blushes kommen vielleicht jetzt gerade nicht so gut auf meine Hand raus, aber ich glaube, die sind richtig schön, so gerade für den Frühling. Und ja, ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Ich weiß, das ist super kurz geworden, aber ich habe gedacht, ich mache eben schnell das Video mit Swatches eben auch. Und ja. Hallo meine Lieben, ich habe gedacht, wir können das eigentlich in ein Video packen. Ich habe euch ja jetzt eben die Sachen aus der Inspired by Lights LE von P2 gezeigt. Und ich war gestern nochmal bei DM und ich habe gedacht, warum nicht einfach die beiden nochmal ineinander schieben. Ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Als erstes habe ich mir diesen Make-up und Concealer-Pinsel gekauft. Die liebe Lisa, die Bloomyberry hier auch bei YouTube und bei Instagram, benutzt den sehr gerne für Creme und Liquid Blush. Das ist eben dieser Pinsel hier. Es ist nicht scharf, ne? Warum ist es nicht scharf? Da steht hier irgendwie jetzt gerade so ein Haar ab. Auf jeden Fall habe ich mir den gekauft, weil ich den irgendwie schon länger mal kaufen wollte, nachdem sie gesagt hat, dass der eben so gut ist für Liquid Blush. Und ja, jetzt habe ich ihn. Wir werden sehen. Als nächstes brauchte ich eine neue Tagescreme. Ich hatte ja davor die von Alverde und ich habe mir jetzt eine von AOC mal geholt. Das ist auch eine mattierende Tagespflege mit weißem Tee für Mischhaut und unreine Haut. Unreine Haut habe ich jetzt nicht, aber ich glänze eben gerne mal. Ich habe mir meine Nägel gerade neu gemacht, darum traue ich mich noch nicht so wirklich. Ich glänze eben gerne mal so im Stirn-Nasenbereich. Und darum habe ich mir diese Creme hier gekauft. Ist ganz schön, ist eben in so einem Glastiegel und riecht wie jede AOC-Creme und ich habe sie noch nicht ausprobiert. Ich werde sie heute zum ersten Mal testen, ja, aber ich habe sie auf jeden Fall mal mitgenommen, weil ich wie gesagt eben eine neue Tagescreme gebraucht habe. Dann habe ich die Visionary LE von Catrice entdeckt. Da durften zwei Sachen mit. Zum einen dieser wunderschöne Highlighter. Ich mache ihn euch mal auf. Oh, wieder Nagelproblem. Ah, okay. Das ist dieser Highlighter. Ich habe zuerst gedacht, der sieht aber irgendwie ein bisschen unspektakulär aus. Aber er ist wunderschön. Ich swatche ihn euch natürlich auch gleich mal. Okay, ich gehe da jetzt einfach mal mit dem Finger so rein. Ah, der ist richtig schön. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt richtig sehen könnt, aber er hat eben so einen schönen, etwas kühleren Schimmer. Geht ein bisschen in die Guerlain Meteorit Pearl, nicht Pearl, Meteorit Crew Gardenia Sache. Ich finde ihn sehr schön. So, der Highlighter heißt übrigens Luminous Illusion und der Nagellack heißt Mystic Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Er hat hier so ganz kleine rosane Glitzerpartikel noch drin. Und ich stelle mir den super schön in matt vor. Ja, da könnt ihr mich jetzt gerade ein bisschen sehen. Ich weiß noch nicht, wie das funktionieren wird. Ich habe ihn noch nicht getragen. Aber ja, den werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann kommen wir schon zur letzten Sache. Und zwar ist das dieser Lidschatten von Essence. Der sieht jetzt erstmal sehr unspektakulär aus, finde ich. Das ist die Farbe Peach. Und oh mein Gott, ist der toll. Ich muss ihn euch swatchen. Ich habe ihn nämlich in DM geswatcht und bin fast vom Hocker gefallen. Also der ist wirklich der Hammer. So. Ich gehe da jetzt einmal mit meinem Finger einfach rein.
Bam, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, wow, es ist einfach der absolute Wahnsinn, was das für eine geile Glitzergeschichte hier ist. Ich werde den jetzt auch einmal hier auf meine Hand swatchen. Oh, ich hoffe, ihr könnt es überhaupt sehen. Ich weiß nicht, ob ich die Schönheit dieses Lidschatten jetzt gut einfangen kann, aber ich war absolut begeistert. Ja, das ist dieser schöne Lidschatten. War jetzt nur ein ganz kleiner Haul, aber ja, wir waren eben gestern noch kurz bei DM. Und diese Sachen sind es geworden. Ich wünsche euch eine wundervolle Feierei ins neue Jahr. Upsala. Und ich glaube, wir sehen uns davor nicht mehr. Das ist ja heute schon der 31. Ich habe überlegt, ein Silvester-Make-up zu machen, aber ich glaube, ich kriege das einfach zeitlich nicht hin. Und darum tut es mir sehr leid. Aber ich verspreche euch, dass also im nächsten Jahr, wieder Videos kommen werden. Ich habe noch frei bis Mittwoch, also noch eine Woche. Und ach, da wird sich schon was machen lassen. Ich sage euch jetzt auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank für all die Kommentare, für all die Likes, für all die Views von euch. Ich bin euch so dankbar. Ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn euch die Videos gefallen. Ja, vielen, vielen Dank für alles. Das Jahr war einfach toll mit euch. Vor allem habe ich ja erst dieses Jahr angefangen mit den ganzen YouTube-Videos. Ich glaube, es war März oder so. Ja, und es sind so viele Leute dazugekommen, die meine Videos gucken. Und vielen, vielen Dank. Ich kann es nur nochmals auch nochmal sagen. Wie gesagt, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Feiert schön, passt auf euch auf. Don't drink and drive und genießt den Abend. Bis nächstes Jahr. Ciao.